Was ich noch sagen wollte, bist du eigentlich bei Monster Hunter World dabei? Nee, da habe ich nur einen Fastpass bekommen. Okay, ich werde da in den VIP-Eingang kommen. Gibt es da so eine Präsentation, oder? Oder man kann sie auch selber spielen, habe ich Denk gehört. mal schon. Auf den Ständen. Ja, klar, das kannst du auf jeden Fall. Man könnte eventuell dann vor Ort dann den Fastpass holen, das stimmt schon, das ist gerade ein Thema. Das kann man Aber mir überall wurde gesagt, ich eigentlich, aber bekomme keinen das. Termin mehr, ich bekomme nur den Fastpass eben. Aber ich habe ja schon die Genau, Präsentation ich. auf der E3 gesehen. Ich denke mal, das ist die gleiche. Die ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Also, Da wünsche ich am dir viel Donnerstag Spaß. hätte ich gerne was. Aha. Okay, willkommen in Monza. Wir haben jetzt doch nicht die Kollision abgeschaltet, aber ich hoffe, in Monza, in Spa sind wir natürlich. Spa. Ich hoffe, es läuft gut für Ja. dich diesmal. Ja, Ja, Monster ich Hunter hoffe ist es auf jeden auch, Fall ein danke. Spiel, wo ich mich darauf freue. Da kommt ja jetzt schon das nächste raus, gell, in Japan. Das Monster Hunter XX habe ich gesehen. Echt jetzt? Boah, Die sind die bringen schon eins wieder nach dem so weit anderen. voraus hier? Ah, das ist natürlich ein bisschen. Das kommt dann aber für die Switch exklusiv, gell? Da gibt es schon eine Demo für die Switch. Aber nur in Ach Japan. so. Ja, aber die haben sie doch jetzt erst. Monster Hunter World haben sie doch jetzt hat. Das, ja, genau, das gibt es ja jetzt auch hier für uns, Nintendo Switch. Nee, Monster Hunter World gibt es für PS4, Xbox One und PC. Aber es gibt dann noch ein neues Monster Hunter exklusiv für die Switch. Genau, da gibt es die Demo jetzt gerade auf der Switch. Nur in Japan aber. Sind Also wir nicht etwas. alle einheitlich geworden? Bei World Oder. schon, aber dieses andere, da gibt es nur eine japanische Demo. Und das habe ich nur gesehen, wie jemand 2 Stunden die gezockt hat. Okay, dann gehen wir mal zur Strecke. Blitz Jawohl. Qualifying. Zweite Ich Rennen für probiere jetzt heute. mal mein Bestes. Ja. Probieren das besser. Ah, das wäre so eine. Oh, Erste hier muss Kurve man ist so ein extrem bisschen wie voll in auf. Österreich. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Und jetzt geht es gleich den Berg hoch, auch wie in Österreich, aber sehr eng alles. So ein bisschen aufpassen, dass man nicht in der Bande landet hier. Oh Ach shit, Gott. ja, komm, sage ich, zack, in der Bande. Okay, ich bin nicht in der Bande reingefahren. Ich bin jetzt eher hier. In der DRS-Zone. Ja, der ist erst verfügbar. Die Aber war schon Schikane, eine oder muss Kurve ich schon noch ein wieder. bisschen schneller durchkommen? Ja, das ist ja Ist aber scheiße, dass gut, mir das dass jetzt man. passiert ist im Qualifying. Naja, egal. Starte ich ein bisschen weiter hinten. Ja, ist ja nicht so schlimm. Nicht so tragisch. Du gönnst doch deinem Teampartner auch mal einen besseren Platz, oder? Ja, klar. Da holst du die Pole. Danke. Nee, glaube ich eher nicht, aber ich versuche mein Bestes natürlich, aber dazu bin ich wahrscheinlich noch nicht so gut eingeübt dort. Sehr kurvenreiche Strecke und sehr schnelle Strecke. Aber es ist interessant, wer da wirklich sich durchschleichen kann. Ja, da muss man echt im Rhythmus sein, weil wenn man da einmal verkackt, dann. Dann ist es vorbei. Ich habe trotzdem schnellsten Sektor geschafft. Also irgendwie checke ich die KI nicht so ganz. Ja. Ich bin einmal raus, ich glaube, das hat mir jetzt auch ein Pirelli, bin ich gerade hier dadurch. Ich denke mal, unter die ersten 15 werde ich schon kommen noch. Es ist sehr, sehr stark zum. Ah, jetzt kommt die starke Kurve wieder. Also Hamilton meine hat die schnellste Runde schnellste. bin ich Ich habe Hamilton. 1,57, 114. Und ich habe, ja, gerade nichts als Anzeige da. 22. wieder, Ja, typisch. 14. Ich weiß auch nicht. Ich habe gesagt, ich Ich komme mit weiß den nicht, ersten was da hin. 15, das war gut geschätzt. Ja. Ja. Ja, da kommst du schon noch voran. Das war ja Ja, ich jetzt denke bloß mal, die das erste Mal Tausender. die Strecke kurz beschnuppern. Hast du das Zusammenstoßen ausgemacht? Nee, habe ich nie ausgemacht. Wir haben so schnell ready Okay. gedrückt, dass es. Ne, passt schon, alles okay. 11 Runden, diesmal wesentlich kürzer als Hockenheim. Ja. Eine Boxenfahrt. Werden wir wahrscheinlich in der sechsten dann machen. Hey, der hat sich gerade bewegt. Der neben mir, der Sahara irgendwas. Okay, es war nur ein Bug. Hat sich wieder zurückbewegt. Und go. Oh, ich habe hier Start. Oh. Oh, inmitten vom Nein. Pulk. Oh, nein, schon wieder, ey, Wahnsinn.
Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass sie nicht einen auf zusammenhauen. Solange man noch dabei ist, ist ja alles gut, weißt. Aber solange man dann rausgeworfen wird, ist halt dann wieder das andere dann das Das nächste. Aufholen ist sehr schwieriger. Man darf, wenn man in der Nähe von der KI ist, eigentlich nicht Vollgas geben, weil man immer damit rechnen muss, dass sie große Dagegen Bremsaktion. fahren, das war Ja. mein Fehler. Ja. Also Oh, aufpassen. ach Scheiße. Entschuldigung. Die habe Oh, ich jetzt kann man ausgelöst, die überholen. gelbe. Man konnte jetzt gerade überholen. Oh, komm, 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 komm. Lass mich durch. Grüne Flagge. Keine Gefahr. Okay. 21. Sehr gut, das 13. Komisch, gell? Wenn du hinten bist, bin ich vorne. Das ist echt sehr, sehr seltsam. Ja, das im Pulk fahren muss ich noch ein bisschen lernen. Das war in Hockenheim ein bisschen angenehmer. Start-Finish, erster. Ah, ich rutsch so extrem. Wenn du einmal den anderen Das berührst, so, dann bist du eigentlich schon ja. weg von der Strecke. Ja, genau, dann hast du schon verloren. Das bedeutet hier einfach nicht an, also hier irgendwie anfahren oder so. Boah, es ist Da sehr ist man schwierig, aber da echt zu weit überholen, ey. vorne. Naja, ich versuch's dann schon auf der schnellen Strecke. Aber es ist sehr kurvenreich, man sieht, wie schnell die um die Kurve fahren, gell? Also da muss man echt mithalten. Achso, ich muss Mir wieder fahren sie eigentlich zu rausfahren, ey, langsam durch die Mann, Kurven und ich muss dann immer wieder abbremsen, ne? Dann verliere ich wieder Abstand, jetzt habe ich Abstand wieder los. die A-Karte. Okay, hier. Ich fand sie alle Ich wie muss an einer rausfahren. Schnur gezogen. Oh, jetzt habe ich einen weggecrashed. Da gibt es eine Ich Strafe. muss wieder rausfahren, Warum? toll. Ich habe Fehlstart am Anfang gehabt, ey. Oh. Musst du auch stehen bleiben Das in der ist Box oder nervig. nur durchfahren? Ich weiß nicht. Jetzt bin ich wieder letzter. Komm. Ja, aber da 18. kommst du wieder ran. War ich auch gerade. Jetzt bin ich 16. Nur durchfahren. Das war die Strafe. Das kann ja nicht sein, oder? Dass man da so. Ah, ich bin 21. Boah, die sind echt schnell unterwegs. Oh, ja, vor allem den Berg auf, gell? Da sind sie voll weg, zack, gell? Und dann. Oh Mann, ich sag dir nicht meinen Platz wieder. Finde schon echt langsam nur lustig, ey. Das muss man echt Boah, gelernt fahren die haben, vorne langsam in der reinzufahren. Kurve teilweise. Ja. Oh, ich crash so viel aus Versehen immer weg, weil sie einfach im Weg stehen. Und der lässt mich nicht durch. Der lässt mich einfach nicht durch, ja. Jetzt noch sind sie ja alle da, ja. Das ist ja kein Thema. Aber wenn sie alle weg sind, das ist das Nervige. Dann macht es ja gar keinen Spaß mehr, Ja. einen zu überholen oder so. Ich halte sie ein bisschen auf, dann kommst du ran. Nicht ganz. Aber ich komme schon näher an den Ah, jetzt hat er mich 20. weggecrashed. Okay, schnell zu runter. Achso, jetzt auch mal erst auf Renngeschwindigkeit wieder. Da ist im grünen Bereich. Toll, ich komme schon zu den anderen jetzt. Scharfe Kurve hält alle auf, das ist schon mal sehr gut. Oh, hier in die Punkte zu kommen, das wird hart für uns, glaube ich. Ja, ich weiß, 21. Wir sind ja schon in einem Drittel, haben wir schon durch. Jetzt haben wir die RS, das wird uns auch helfen. Ja, das ist ein bisschen blöd, die DRS-Zone ist eh schon wieder vorbei. Man muss ja eine Oh, Sekunde schneller fuck. sein wie der vordere. Kriegt man das auch schon hin, ne? Boah, das ist echt schwer da, gell, diesen Berg auf, ja. Aber man will halt auch mit Vollgas da hoch, aber irgendwie wollen sie nicht das. Man schafft es auch, man darf nur sehr geringe Lenkbewegungen halt machen irgendwie. Oh, ja, sehr gering, ja. Wenn man einen überholen will. Ja. Dann entweder ins Heck oder Oh.
von der Strecke. Es fängt an zu regnen in den nächsten 10 Minuten, hat er gesagt. Ich dachte, wir fahren für das gleiche Team, aber irgendwie bekommst du die Wetterinformation. Aber gut. Ja, vielleicht sollte man ja kommunizieren in dem Moment. Stimmt, ja. Geht natürlich im realen Formel 1 nicht. Da kannst du nicht mit dem anderen reden. Stimmt, weil sie sich ja konzentrieren müssen auf die Fahrt. Hier ist ja nur Computer, das ist wieder was anderes. Ja, und vor allem schauen sie, glaube ich, mehr auf ihr eigenes Rennen dort. Die wollen ja alle ihr Trophäe holen, heißt auch wenn Teampartner oder nicht. Und verdienen ja auch ihr Geld damit. Und zeigen, dass sie besser sind wie dein Teampartner. Wie viel Geld hast du jetzt mit mir schon verdient, dass ich letzter bin, Patrick? Gute Frage, muss ich mal schauen. So, der ist. Und ab geht's. Die ersten fahren schon an die Box. Schon jetzt, okay. Unser Pit-Window ist auch schon offen, wurde mir gesagt. Ja, erster Punkt. Sehr schön. Wenn es so bleibt. Ich bin jetzt schon mal 17. Wow. Oh, wieder haut's mich hier raus. Immer im Berg hoch. Kann es nicht. Aber ich glaube, ich kapiere schon, was die da meinen. Im Berg. Oh, fahr mich ja nicht an, ey. Nur weil du deine KI hast, ey. Oh nein, ich wusste es, dass es mich anfährt. Warum? Science ist es. Die fahren nur ihre Linie, gell? Und wir Ja. dürfen sie nicht fahren, weil Oh, jetzt sonst habe werden ich wir eingefädelt rausgehauen. mit Ricciardo. Hoffentlich gibt es hier keine Strafe. Komm, fahr weg. Fahr weg. Wir müssen praktisch nicht diese exzellente Linie fahren, diese KI-Linie. Wir müssen ja eigentlich mitfahren und dann auf die Gelegenheit hoffen, dass wir mal vorbeikommen. Dann. Das Dass wir Momentum es nicht nutzen, irgendwie schaffen, vor der einfach auf Kurve. der. Ja, die Kurven sind eigentlich dafür da, gell, zum Überholen, aber ist auch sehr, sehr schwer. Aber man sieht, sind noch alle vor mir, weißt Also, sobald du dann du? überholst und von der Ideallinie wegkommst, dann bist du total aus dem Rhythmus der Strecke und dann überholen sie Ja, dich wieder. genau. Und dann kommst du ins Wackeln und hin und her und dann bist draußen. Und aber jetzt bin ich wieder 17. Wow. 10. Wann sollen wir an die Box? Muss man 1,1 nachschauen. Sekunden. 1,1 Sekunden ist der vor mir. Vor der Vierte bis Mann. sechste Runde, oh, ist ein sehr knappes Boxenstoppfenster. Aber die Reifen gehen eigentlich noch ganz gut. Wenn du magst, kannst du reinfahren. Ich Reifen fahre in der müssen. nächsten rein. Oh, bin jetzt gerade. Ich muss reinfahren, egal. Also von daher ist eh wurscht. Aber Sind ich ja schon bei bin der jetzt Hälfte gerade jetzt gleich. vorbeigefahren. Ich bin schon vorbeigefahren. Das war die starke Kurve dort. Ja, wir können glaube ich auch hintereinander reinfahren. Stehen ja nur ganz kurz. Ah. Na, Boxen. Jetzt ist es erst offen. Es war vorher gar nicht offen. Als mir hat er gesagt, schon in der letzten Runde, dass es offen wäre. Also, jetzt hat das eher, vielleicht bist du schon schneller vorne wie ich. Boah, das ist genau das, was ich nicht will, Sechster, reinzufahren was bei ist da dir. los? Kommen wir doch ein bisschen nach vorne. Elfter. Ich bin Elfter gerade. Super. Ja, aber auch weil die reingefahren sind. Das wird sich Ja. alles wieder. Ja. Wir Jetzt sind schnuppern ein eigentlich bisschen Baumhäuser die da. Luft vorne, aber wird sich gleich wieder ändern. Warte. Definitiv. Ich fahre auf jeden Fall jetzt in die Box rein, ja. Ich auch. Das wird da. Es wird interessant, ob die das Aha. hinbekommen. Sonst hagelt es natürlich Kündigungen. Virtuell. Schon, nee, fahr du lieber die nächste rein. Das glaube ich wäre sinnvoller. Meinst du? Nicht, Ja, dass wir stimmt beide drin eigentlich. sind. Ja, und, ja. Aber ich bin noch Das ganz wird ja schnell schön. unterwegs. Ich habe gerade den schnellsten Sektor noch gemacht. Aber es Okay, fällt halt dann dann auch schnell passt. ab, wenn die Reifen dann abfallen. Nee, aber ich bin Sehr so weit weg von gut. dir, also können wir auch parallel rein. Na, sicher? Obwohl. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn ich reinfahre. Oh nein. Aber man steht ja nur 2 bis 4 Sekunden. Also den Meine Güte, Abstand haben wir jetzt bin ich ja ja auf jeden raus. Fall. Ich muss in diese Runde in die Box fahren. Gelbe Flagge wieder. Wow. Ich fahr mal rein und wir schauen mal, wie es ausgeht. Ah, ich bin nur an dem vorbei.
Jetzt muss ich rausfahren. Denk an die Boxenfahrt, mal Weil los. wenn du stehst, dann bin ich schon wieder draußen, also das wird schon. Okay, ich bin jetzt, fahr jetzt rein, ja. Aha. Okay, jetzt bin ich drin. Oh, ich bin Bin 11 jetzt dann in der auch gerade Box. jetzt. Ich auch. Oh, nee, oder? Und wieder draußen. Shit. Okay. Ja, hat doch super geklappt. Oh, 17, da bin ich gerade 16. Ja, wie kann das sein? 17, da komm, Oh, hier schnell, fahren sie schnell, alle schnell. jetzt. Das ist ein bisschen eng. Oh, die fahren gerade alle rein, gell? Da sind alle eng beieinander und oh, diese Kurve ist schlimm und ein Berg. Jetzt hat es mich gedreht. Jetzt da wieder. Ah, shit. Voll gedreht. Mist, ey. Jetzt bin ich wieder letzter, aber ich sehe sie noch. So ist es nicht. Oh, voll gedreht, ey. Jetzt fahre ich erst wieder weiter. Okay, Vom aber jetzt, 7. auf den haben wir die Strecke. 18. Nein. 19. Oh, okay. Nein, bitte nicht raus. Nein. 20. 21. Nein. Oh So, wieso bist du Gott. vor mir oder was? Alles verloren, ja. Boah, das wird eine schwere Runde jetzt. Ich hoffe, dass wir noch was einholen können. Das ist aber, einige waren ja noch nicht draußen. Ne? Da jetzt noch. Ich glaube aber schon sehr viele. Ja, viele waren, aber nicht alle. Viele waren in der 4. und dann in der 5. der Rast. Man muss sich das mal merken, wann die rausfahren. Vielleicht müssen wir da gleichzeitig mit denen fahren. Ja, die sind direkt rausgefahren, wo Ich das weiß Boxenstoppfenster aufging. nicht. Ja. Vielleicht haben die vorher schon irgendwas gemacht. Weil die müssen ja dann trotzdem noch mal reinfahren, gell, wenn das Boxenfenster aufgeht, gell? Die müssen auch nur einmal stoppen eigentlich. Egal, ob es offen ist oder Ne, nicht, das oder? Fenster, das legt ja immer das Team fest und ich denke mal, das Team legt es hier bei jedem gleich fest. Du kannst ja auch schon in der ersten Runde reinfahren, wenn du magst. So. Das ist quasi nur das ideale Fenster, damit du dann genug Reifen am Auch Ende noch hast. weiterfahren Ja. kannst, ja. Rosberg Strategie 19, hat bei dem sich läuft es auch aus. nicht so gut. Aber die sind alle so eng beieinander, da können wir schon noch ein paar Punkte holen. Klar. Zehnter auf jeden Fall. Müsste eigentlich drin sein. Ja, ich sehe sie ja vor mir auch hier. Aber das Podium ist nicht gerade zum Greifen nah. Nein, das definitiv nicht. Es müsste jetzt wirklich ein Weltwunder passieren, dass wir auf dem Podium hier kommen, die Eine beiden. Safety-Car-Phase, ja, aber das haben wir ausgestellt. Aber Ja, es regnen war soll es schon doch auch in den hart. nächsten 10 Minuten, hieß es bei dir. Ja, Hat wohl auch nicht hat er ganz gesagt. gepasst. Dann müssten wir eh nochmal alle an die Box. Oh shit. Ah, ich bin einfach zu schnell mit DRS. Tut mir nicht gut. Ja, manchmal ist echt gut, der weiß. Weil du kennst dann schon so deine Bremszone, aber die verschiebt sich schon total. Oh, jetzt hat er mich weggecrashed, der Rosberg. Dankeschön. Jetzt fährst du an mir vorbei. Ericsson ist vor mir. Komm, lass mich doch jetzt mal nicht letzter sein. Oh Mann, jetzt drehen Ericsson, die lass mich. Reifen komplett durch. Ja, muss raus, So, oder? jetzt Also können wir wieder links. weiterfahren. Oh je, ich hab gesagt, die Strecke liegt mir nicht. Ich hab einige vor mir, aber ich kann sie nicht überholen. Sehr komisch. Oh, ich hab gar keinen Grip. Komm, lass mich doch durch, Ericsson. Ihr habt zwar nichts davon. Ich setze mir eine KI. Ja, in der Meisterschaft werden wir dann ein bisschen zurückfallen in der Fahrerwertung. Auch wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es bei F1 2017. Da bereiten wir uns auch richtig vor und so weiter. Hier ist ja nur, dass wir mal die Strecken gezeigt haben. So, das vorm Ziel, der muss die scharfe Kurve kommen. Ich hätte eigentlich gesagt, das ist vielleicht für die Fans, damit ihr die Autos auch mal sehen, aber das ist ja nicht mal eine Tribüne. Bei dieser Kurve.
wollen wir eigentlich mal so ein Finale noch machen, so ein PES 2017 oder so, oder? Wie meinst du FIFA 17 oder Finale? so. Ja, so einfach mal so ein Endspiel machen. Aha, können wir machen. Übergang auf PES 2018. So ein kleines Turnier oder wie? Nee, einfach wir beide so ein Champions League Finale machen zum Okay. Schluss. So ein Hin- und Rückspiel, dann die Tore zählen Die und bekannten so. Champions League Finale Hin- und Rückspiele. Na, ich sage nur, ein Hin- und Rückspiel als Finale Ja. halt, das nicht so Oh, jetzt kritisch regnet es, ist gell? in dem Fall. Ja, Ist die jetzt Frage, regnet ob es wir halt. wechseln sollen auf Intermediates. Ja, Aber er sagt nur bleiben wir nichts, bei. ich gehe jetzt nicht davon aus. Wechselt die Strategie vielleicht. Jetzt sagt er es aber. Er sagt, die Okay. Ideallinie wird etwas. Ja, und er sagt mir, wenn wir jetzt wechseln, dann sind wir viel langsamer. Sondern ein bisschen warten. Ich will ja auch nicht letzter werden jetzt mal. Tja, Ich das darf wird. ja nicht letzter Ja. werden jetzt. Ich hoffe, die fahren alle in die Box und holen sich Inters, dass wir jetzt die alle beruhigen können. Oh, das Machen wäre das welche bei sick. dir, siehst du schon? Keiner in der Box, oder? Nee, sind nein. Keiner. Die fahren alle knallhart durch. Ja, jetzt haben wir noch zwei Runden dann. Also mit der neunten dann noch drei Runden. Sehr gut, danke, dass du mich genau in die Kurve genommen hast. Ah, wie schön ist diese Runde hier. Dass ich mal wenigstens ein paar Gegner habe. Sagt er mir den Abstand zum ersten Mal zu dir? Hatte ich auch noch nicht. 12,3 Sekunden. Jetzt bin ich rausgefallen, jetzt bin ich raus. Das ist so typisch. Das ist typisch. Toll. Ist ja auch eine Wie Scheißkurve da, muss man mal ganz ehrlich sagen. 22, du überholst mich jetzt? Aber du kommst immer so schnell, wenn du crashst, wieder voran. Mich dreht's dann erstmal dreimal und dann ist alles schon vorbei. Ich versuche sofort aufzuhören. Also du bist letzter, oder was? Ja, klar. Ich war zwischendrin mal Siebter und dann ging es ganz schnell zurück. Das ist eine schlechte Strecke für uns beide, gell? Ich habe ja gehört, dass man da ein bisschen überholen kann, aber von wegen, ne? Nee, die ist so eng und so kurvenreich, ist sehr schwierig. Jetzt ist auch noch nass. Dann wird schon noch ein bisschen. Also er hat uns ja gesagt, dass es regnet. Da hätten wir vielleicht die Reifen ändern müssen. Nee, wenn man so sofort ändert, dann ist man viel langsamer. Die Intermediates sind viel langsamer. Aber jetzt wäre vielleicht doch der Punkt. Es sind halt nur noch zwei Runden dann. Das bringt Und nichts mehr, man wenn wir verliert halt jetzt dann rechts fahren. 25 Sekunden. Mal schauen, was die anderen Weil wir machen. sind auch links. Ich hoffe, dass einer oder so noch raushält, aber wir wären ja dann ganz schön KI verrückt, wenn die jetzt rausfahren würden. Ja, aber man kann ja pro Runde dann auch wieder was plus machen. Das sind 25 Sekunden, die wir eigentlich einholen könnten. Aber das machen sie schon, wie weit die weg sind. Schaut mal. Ja, das ist die erste Runde, wo wir als Team letzter und vorletzter reinfahren. Nee, leider nicht. Es gab schon davor was, wo wir disqualifiziert worden sind. Ja, aber ich meine als Team durchfahren. Dann kämpfen wir jetzt um den 21. Platz. Du wirst auf jeden Fall Keine als Rücksichtnahme. 21. Oh Mann, viel Weil zu ich fahre schnell. nämlich drei Ja, guck mal, Sekunden. wie ich war. Also ich werde ja nicht 21. Doch, weil ich habe 3 Sekunden Strafe bekommen. Als hätte das einen Unterschied für uns gemacht. Mit dem DRS. Wir kommen doch eh nicht Scheiße. innerhalb von einer Sekunde. Scheiße, jetzt haut es mich voll rum. Ich kann mich nicht mehr, ich kann nicht mehr steuern, das Auto. Das ist irre. Boah, es ist kacke. Dann drück Start, dann bist du im Boah. Menü und der Autopilot geht an. Oh, fahr mich nicht Boah. kaputt. Boah, ich kann nicht mehr fahren, ey, meine Reifen sind kaputt. Oh, Echt? Meine sind bei jetzt ist vorbei. 37%. Bei mir vibriert es ohne Ende. Ja, Was und ist im mit Spiel? 30%? Bei mir vibriert das die ganze Zeit ohne Ende. Ich habe nur 30% Abnutzung. Ja, das ist, wenn du einmal rauskommst, dann verlierst du, dann nimmst du so viel Dreck auf die Reifen, dass du erstmal Ach sehr so, jetzt langsam fahren erstmal, musst. ja. Aber bei mir ist nichts drauf. Ist alles.
Man sieht es nicht. Man fühlt es nur. Oh, jetzt bin ich schon draußen. Boah, es ist derbe. Das ist jetzt mir die 22. Also. Wartest du vorne am Ziel auf mich? Also gleichzeitig durchfahren. Mir hat er gerade Oder gesagt, wenn du willst mich du? überholst, macht's nicht, das ist eh eine Zeitstrafe. Er hat's nochmal Ah. schön in die Wunde rein gestochen. Ja, sehr schön. Mich haut es gerade die ganze Zeit raus. Mich Super. aber auch. Hey, als, Das ist einfach als was hätte das Nasses. Herr hier so programmiert. Ja, du musst 22. So kommt es einem vor immer. 20 Sekunden hinter dem nächsten oder was? Also jetzt hat sie es auf. Nee, noch immer nicht. Boah, hey, ich fahre hier wie eine Schnecke, ey, wirklich. Ja, Das sobald wird du nämlich voll. Vollgas gibst, dann dreht er raus, ja. Vorbei bei mir. Absolut. Also die Strecke. Oh, jetzt fährt er auch noch aufs Gras wieder. Ey. Wahnsinn. Wieder raus. Im Zweifel Kann nichts Start mehr drücken und machen. der Autopilot fährt durch. Ach so. Wo, Also ins Menü halt gehen, aber er ist halt ein bisschen langsamer dann. ja. Wo ist Autopilot? Noch eine Runde oder was? Ich dachte, jetzt wäre es vorbei. Schade. Müssen jetzt selber fahren. Hat aber keiner gewechselt, wie es aussieht. Wie schaffen die das? Leider schwarz fahren. Lässt du jetzt das Spiel zu Ende fahren? Ich lass es zu Ende Oh fahren. Gott, schau mal mich an, das ist ja ganz schlimm. Das wäre doch auch ein Trick, oder? Fahren zu lassen und dann kurz davor dann Gas zu Er geben, fährt wenn aber er wirklich fertig ist. langsamer dann. Das Ja, ist mal so keine viele Sekunden Erfolgsstrategie. dann. Ne? Du wirst zwar nicht rausgekickt oder so, aber du wirst halt dann auch letzter, wenn du das so fahren lässt. Ganze Zeit oder was? Aber wenn ich jetzt Weil zum er halt langsamer Beispiel fährt, in den Kurven oder alles. Das ist wie wenn du ja. Bremsautomatik einstellst während des Fahrens. Achso, er fährt sehr, sehr kurvenreich langsam, ja. Aber vielleicht sollte man das mal nutzen, um zu schauen, wie das funktioniert. Das kann man machen, wenn man nicht die Weltmeisterschaft Oh, ich fahren bekomme schon muss. Verwarnungen, dass ich die Streckenbegrenzung überschreite, weil ich immer wieder rausfahre. Ja, dann bist du oder ich. Wer würfelt aus? Du oder ich. Das wär's dann, ne? Ja, nächstes Rennen ist Monza. Wir hoffen mal, dass das Wetter dann besser ist. Auch eine sehr schnelle Strecke. Ach, in 10 Minuten wird es regnen, echt? Ja, okay. So, jetzt fahren wir mal wieder rein. Oh, wenn sie das reicht. Na, ist komisch, da fährt er richtig, aber wenn ich dann Start drücke, fährt er wie ein Weltmeister, weißt du? Entschuldigung fürs Gesundheit. Niesen. Danke. Und wir rollen ins Ziel. Das war der große Preis von Belgien. Vielen Dank beim Zuschauen mit dem Ja. schwarzen Bildschirm bei mir. Ich versuche jetzt natürlich noch die Kurve hier mitzunehmen. Und, karierte Flagge. Jawohl, geschafft. Bin dann doch schneller gefahren. So sehen die Ranglisten aus, ja. Und dann geht's gleich weiter mit Monza. Machen wir gleich weiter.